Hallöchen und willkommen zurück bei Elex. Wir sind immer noch auf der Suche nach Maschinenteilen, denn drei fehlen uns theoretisch noch. Und da hinten sind doch noch mal einige Pestratten unterwegs. Alles klar. Kann ich das eventuell? Es geht nicht, okay. Ratten herlocken. Das ist eine kranke Pestratte, ja, die kommen sogar. Aber jetzt gehst du da rein, ja? Für die Pestratten bist du dir gut genug, aber für mich nicht. So. Das geht schon recht schnell nach unten, ich will die bloß noch looten. Und raus mit uns. Habe ich nicht irgendwas dabei, was eventuell gegen Strahlenschutz hilft oder so? Antitoxin. Na gut, dann gehen wir doch nicht da rein. Schade. Sieh mal eine an. Noch ein Spielzeug-Dino. Ja! Könnte eigentlich die ganze Palisade hier oben mal ablaufen. Scheint ja dann doch noch ein bisschen mehr rumzuliegen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach so, das geht einmal hier außen rum, okay. Drohnenkontrolle. Nachtstoß. Doch ruhig. Welch boshaftes Tier will mich erlegen? Ach du Heilige, so eine Spinne. Okay, mach ich mal mit. Kaya? Eine Sumpfspinne? Okay, wir machen schon ein bisschen Schaden und jetzt ist doch genug. Jawoll! Jawoll! Kaya setzt zum Todesstoß an. Das 60 EP bloß. Ein Stachel und dreimal Fangbeine. Gut zu wissen. Also wir hauen schon echt gut rein mit der neuen Knarre, ne? Mit der neuen Waffe. Nach so einem Special Move vor allem. Wenn ich den ausführe, da schlägt er ganz schnell zu und macht ganz schnell Schaden. Ganz viel. Weiter. Zweimal Machtstoß. Achtung! Dunkel, ich weiß, dass du eine Fernkampfwaffe hast. Hey, bleib hier! Oh, da drüben, guck mal. Wollen wir die? Komm, die nehmen wir mal mit, ne? Ich erledige das.
fahre nochmal einen Rudelführer. Sehr gut. Geil. Okay, die gehen echt gut mittlerweile von der Hand, die Raptoren plus Rudelführer sogar. Hatte ich den schon? Ja. Hier irgendwo von rumsitzen, ne? Der hatte doch hier direkt sein kleines Lagerfeuer. Ach so, jetzt ist er wieder auf der anderen Seite. Ja, okay. Wir sind da einmal außen rumgelaufen. Ja, ist egal, wir kommen auch hier zu ihm. Ja, aber wo hier in dem großen Gebiet die anderen drei Maschinenteile noch liegen, weil da drin war meiner Meinung nach nichts mehr. Ich glaube, die liegen hier außen irgendwo rum. Aber, ja gut. Vielleicht in dem verseuchten Gebiet, mit dem, wo wir nicht reingekommen sind, wo ich wieder raus musste, wegen der Strahlung, genau. Bürschchen. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Hier, das habe ich im Konverter gefunden. Ein Barthes? Wahnsinn! Du weißt gar nicht, wie tief ich in deiner Schuld stehe. Mhm. Hier, nimm so viel du tragen kannst. Jetzt wird man nachsichtig mit mir sein. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist eine ehrliche Haut. Danke. Ja, manchmal. Ah, oh, oh, 600 EP. Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Ich werde mich bald aufmachen. Hoffentlich bricht dieses Monstrum nicht über mir zusammen. Du kommst schon klar. Ja, ich bin zwar nicht so leichtfüßig wie du unterwegs, aber mit den Teilen im Gepäck habe ich frischen Mut getankt. Also lass dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Hier, deine Waffe. Endlich. Jetzt kann ich mich endlich wieder verteidigen. Ach du Mann. In Zukunft werde ich sicher besser auf sie aufpassen. Und meine Belohnung? Hier. Mehr kann ich leider nicht locker machen. Die Zeiten sind hart. Sieh diesen Splitter sowohl für meine Dankbarkeit an. Nicht schlecht. So. Na gut, jetzt bräuchten wir halt nochmal 6 Maschinenteile irgendwo, wenn wir die schon mal finden. So. Verteidigung des Lagers. Hier, das mit dem defekten Triebwerk können wir auch mal machen. Oh, oh. Oder später. Huch, das ist aber weit weg. Ja gut, das ist für Harley, das machen wir später mal. Gefährten, Zahn um Zahn. Berserker Askor. Berserker Falk, nö. Den habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Den können wir später mal abholen. Ah, hier Kaya. Mit ihren neuen Erkenntnissen. Na gut, da. Sie wird sich schon melden, wenn es irgendwo was Neues gibt, okay. Ja, und Crony könnten wir theoretisch auch mal reparieren. Wäre ja direkt. Na gut, direkt da oben mitten. Da in der Mitte. Edan. Das. Pass mal auf, das müssen wir unbedingt mal machen. Mit dem Waldputz. Und sind die geschwächten Alps, genau. Genau, da müssen wir da runter. Wir sind aktuell.
Hier. Das ist Arx, okay. Ach so, dass ich hier. Ach so, die silbernen sind die Begleiter, die ich mitnehmen kann. Alles klar. Ja gut, dann müssen wir da hin. Das ist nicht so enorm weit weg. Kann ich irgendwo pennen? Genau, das ist doch jetzt abgehauen. Da kann ich doch den Krempel hier mitnehmen. So, können wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Kaya hält Wache. Wir wechseln uns natürlich in der Nacht ab. Kaya hat immer noch keine Schuhe an. Na gut, auf geht's. Ach, herrlich. Halt. Nee. Oh, wie süß. Finden wir noch mal was, wo ich ein bisschen Bergbau machen kann. Dadurch, dass wir jetzt... Ach, mir liegt noch ein Beutel rum. Nee, ach nee, eine Kralle ist das. Eine Kralle im Beutel. Eine Brause. Ja, ein bisschen Bergbau, weil wir jetzt Bergbau plus 1 haben sozusagen. Und wir da schon mehr draus ziehen können. So. Scheißerchen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben noch 10 Lernpunkte, Attributspunkte. Lernpunkte dürften wir noch einen haben. Wir haben noch einen starken Elex-Trank. Da könnten wir nochmal einen Lernpunkt rausziehen. Und wir sind aber schon wieder über die Hälfte vom nächsten Level. Also auch das sieht ganz gut aus. Ja. Die Krallen eigentlich gebrauchen für irgendwas oder könnte ich die verkaufen? Ich glaube, die könnte ich verkaufen, ne? Wenn ich mich recht entsinne, wurden die bisher noch nicht wirklich gebraucht von in den ja, anderen Teilen oder anderen Spielen, um da irgendwas raus herzustellen. Ich glaube, da können wir einiges an Geld mitmachen. Wir haben ja schon unfassbar viele Krallen und, so, und Zähne und so ein Kram dabei. Genau, die müssen noch weg. Da mussten wir schon mal abhauen. Da waren wir noch alleine unterwegs. Da habe ich überhaupt keinen Stich gegen die gesehen. Aber nicht da rein. Das ist wieder der Anfang. Wir müssen ja einmal außen rum. Ach, guck mal. Na, wen haben wir denn da? So, auch du kriegst jetzt meine neue Keule zu spüren. Okay. So, wieder aufpassen, nicht, dass ich wieder mal durch eine Mine latsche. Ich glaube, hier liegen gar keine mal rum. Das ist die Stelle, wo wir nochmal mit Kaya schon waren. Weil sie hier wieder irgendwas gespürt hat. Irgendwie darunter. Ja.
Und wen haben wir da hinten? Hallo? Wer sind Sie? Weisen Sie sich bitte einmal aus. Verloren, oder was? Ja. Es geht los. Nice. Geil. Oh, shit. Ich räche dich, Kaya. Kaya steht auf. Kaya prügelt weiter. Und ich auch. Geil. Oh, das gefällt mir. Das ist auch gut, die Spezialattacke. Ah, da hinten. Guck mal, wen haben wir denn da? Noch ein Raptor. Komm her, ich nehme euch alle mit. Vorher loote ich noch. Ach komm. So, da bin ich ja mal gespannt, was sie da hinten für eine kleine Hütte bewacht haben. Mit Sicherheit gibt es da irgendwas Schönes. Ich freue mich. Ah, hier. Ja. Sechsmal Eisenerz. Ich glaube, wir kriegen das Doppelte raus, ne? Papier, nicht mal das Gute. Ah, guck mal. Metallschwinge. Hallo. Die ist wahrscheinlich... Obwohl, wir bräuchten bloß zwei Konstitutionen. Aber die macht zwei Schaden weniger als unsere. Nahkampfwaffen plus 10%. Was hat unsere? Auch 10%. Ich hätte schon gern auch so eine. Jetzt auch gern mit so einer Zweihandwaffe mal probieren. Ich meine, sind plus 2. Na gut, insgesamt, also 4 Punkte müsste ich investieren, damit wir auf 32 kommen. Bei der Konstitution. Da könnten wir es auch mal mit der versuchen. Scheiß drauf, ich mach das jetzt mal. So. Egal, was soll's. Will die probieren. Und... Ja, das Schild kann weg. Brauche ich nicht. So, war's das? Rüsten wir die direkt mal aus. Ah, nett. Das waren die leichten Schläge. Probieren wir es mal mit dem Sternschläge. Jawohl, Kabums, Kadems, Kabums und Fiddlidum. So, so ging das früher im Mittelalter nur. Falls ihr euch fragt, wo ich das her habe. Ah, oh, herrlich. So, Raptor-Vieh, komm mal her hier. Jetzt hau ich dir mal mit meiner fiesen Zweihandwaffe ins Gesicht. Special Move. Ja, geil. Kaya brauchte nicht mal ihre Waffe auspacken. Das ging ja flott. Ich hab ne neue Zweihandwaffe. Warte mal, wir hatten doch noch mehr, oder? Genau, die hier. 65 Geschicklichkeit. Da wieder 38 Konstitution. Das wäre eventuell die nächste, die man nehmen könnte. Die hat sogar einen Schadenstyp Bluten. Ja, wird hier auch angezeigt. Die hier Feuer, ne? Geil, ey. Boah, was freue ich mich auf jede neue Waffe. Gut, die ist jetzt rein theoretisch vom Schaden her ein bisschen weniger stark als die Einhandkeule. Aber auch, da sie zweihändig geführt wird, zweimal so geil. Ihr miesen Schweine. Sag mal. Verarschen. Was soll ich denn da machen, ey? Ich kann ja nicht mal weg. Ein miese Schwein. Daneben.
Hintern. Ja, schließt euch selber weg. Ich kann nicht mal aufstehen. Also das ist echt gemein. Keine Ahnung, wie ich das. Ich versuche mal reinzurennen. Vielleicht klappt das besser. Das bezweifle ich zwar, aber. Es geht los. Zumindest erstmal so, dass die alle ihre Nahkampfwaffe zücken. Und ich mich dann irgendwie heilen kann. Aber das war schon. Alter, das ist echt mies. Wir haben noch, was ich eh mal probieren wollte, wir haben noch irgendwo Granaten rumliegen, oder? Handgranaten. 4. So, hau ich euch mit Handgranaten kaputt. Keine Ahnung, so? Den schnapp ich mir. Huch. Scheiße, voll ins Gesicht. Im Gesicht. Boah, ey, fickt euch ohne Scheiß. Oh, es ist hart. Ich überlege mir mal eine neue Strategie. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.